Moin moin liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge LS17 auf Hannover Physischen Marsch mit mir hier zu begleiten, wie auch immer. Und zwar, wir sind natürlich weiter noch da vorne beim letzten Rest Hafer zu ernten. Die Ballen werden nebenbei gepresst, da haben wir die Follow-Mies hier vorne für. Dann wollen wir den jetzt mal wieder direkt da ranpacken und uns darum kümmern, zu entscheiden, ein weiteres Feld. Wir hatten Feld 25 ins Auge gefasst, weil es einfach direkt hier parallel gegenüber ist und uns das dementsprechend natürlich dann echt angrinst, weil da auch noch Gerste draufsteht. Oh, da ist schon wieder gut vorangekommen, hier sehe ich. Oh, gleich Blockade. Ja, der Fendt hat ihn umgehauen. Mit einer vollen Ladung hier, lass ihn doch erstmal wegfahren. So, was sagen wir denn zu Feld 25, 24 wäre wahnsinnig mit Zuckerrüben, was sonst nichts zu tun hat. Das war schon geerntet, 29 ist nichts drauf. Da, die Felder haben wir schon, das passt hier doch eigentlich ganz gut rein in diese Ecke. Aber hat hier Kaufpunkt hier oben. Also, was kostet uns der Spaß? 3,37 Millionen, Leute. Das ist genau, fast genau die Hälfte. Und ein wunderschönes, großes, neues Gerstefeld für uns. Heißt aber, wir hatten... Ach nee, warte, ich muss nicht, aber ich würde, damit wir hier nicht zu viel Zeit bei den Ballen sammeln verlieren, das jetzt einmal schon mal gleich austauschen. Ja, die Drescher hier sind eh gleich durch. Der Klaas fährt schon eine Spur gerade, die gar nicht mehr gedroschen werden muss. Aber ansonsten natürlich schon mal allen ein schönes Wochenende. Allgemein in die Runde. Ich pack den jetzt einfach noch hinter den als Follow Me. Dann haben wir hier die ultimative, aber vorne mal ohne Offset. Das lohnt meist nicht, ne? Da kommen nur noch 6 Ballen, aber egal. So, er hier, ne? Kann schon Feierabend machen. Sammelpunkt, andere Feldende, dann tatsächlich, ne, bevor wir dann machen wir das dann auch erst. Ja, passt. Wir halten ihn kurz auf, das ist meine Überlegung jetzt gerade gewesen, wenn ich gesehen habe, ja, er hat den letzten Ballen aufgeladen, dann nehmen wir den jetzt raus. Schnappen uns den anderen hier wieder, den Mercedes. Nehmen natürlich den Follow Me auch erstmal raus. Ist er auf beiden Aufladen an? Mal ab, ist mal was an. Aber jetzt muss es an. Vielleicht sollten wir Kleinballen oder so nehmen, dann passen ja viel mehr darauf. Das ist auch blöd, nachher haut uns das an die Ohren. So, und der macht Follow Me. Im 250 Offset. Dann können wir den Drescher zur Seite fahren. Können wir erstmal hier stehen lassen. Muss erstmal gewartet werden. Ne? So. Hüpf. Und mit ihm fahren wir vorne wieder direkt zum Strohverkauf. Und in Zukunft können wir dann auch Ballen einlagern. Ach, der Vario steckt im Verkehr fest. Wird er noch gebraucht denn? Jedes Mal. Oh, müssen wir wieder Geld verdienen. Ne? Haben heute wieder Geld ausgegeben. So ein teures Wochenende. Aber bietet sich ja an. Wir wollen ja einfach noch ein bisschen mehr Land hier besitzen. Auch wenn das tatsächlich, glaube ich, wenn wir jetzt mal LS15 betrachten würden, zu diesem Zeitpunkt schon eigentlich alle Felder auf einer physischen Marshmap
besessen haben, sind wir hier noch lange nicht besessen. Hier fehlt uns noch sehr, sehr viele Hektar Land, einfach weil die Preise für Hektar Land hier natürlich exorbitant in die Höhe geschossen sind. Vor allem ganz am Anfang, mittlerweile in einer der neueren Map-Versionen, ich weiß gar nicht mehr wann, aber irgendwann hatte ich die Preise ja mal ein bisschen reduziert, je Hektar. Damit man auch im Singleplay eine Chance hat, sich ein paar mehr schöne Felder hier gönnen zu können. So, 35 Meter Abstand, alles schick. Ja, wenn der andere da nicht will, ne? Wie sieht es denn aus mit unseren Dreschern? Fahren die noch oder steht hier alles? Fährt noch, hat nur noch eine Bahn, fährt noch, hat nur noch eine Bahn. Also alles schicko. Wir müssen mal zum Hof. Und hier in der Halle, genau den brauchen wir. Vorgemacht hatten wir schon. Auf geht's. Feld 25 ist das Ziel. Machen wir Standard, machen wir Vorgewände selber. Und dann lassen wir den Helfer für uns düngen. Also wir können uns noch ein Feld dieser Güteklasse zulegen. Aber müssen wir natürlich auch nicht unbedingt. Jetzt überlegen, was wir alles neu anpflanzen können, wie viele Felder wir haben. Oder einmal einfach nur alles Raps. Für ohne Ende Diesel und Speiseöl. Und unter dem Hintergrund ist es leicht zu ernten. Bei Raps, da können wir auf jeden Fall mit allen Dreschern dann arbeiten. Eine mega Raps-Session, aber wenn man überlegt, na, ist ein halbes Jahr noch knapp, ne? 5 Monate oder so bis LS19. 150, 170, 180 Folgen oder so noch, können wir noch schaffen. Wir sind fast bei Folge 900. Aber da muss man auch sagen, das ist ja schon fast absehbar, das Ende, ne? Wenn man überlegt, wie schnell die Zeit immer rumgeht, ist ja mega. Zack, schon wieder Herbst. Aber jetzt wollen wir natürlich erstmal anfangen, den Sommer zu genießen. Die letzten Tage waren ja schon mal vielversprechend, auch bei uns im Norden. Richtig schönes Gartenwetter für diejenigen, oder Balkonwetter, Terrassenwetter, wie auch immer. Heißt aber auch, dass ich noch nicht so richtig viel geschafft habe an 1.7. Deswegen News, vielleicht erste Neuerungsvorstellung. Mal gucken, vielleicht in der nächsten Aufnahmesession, die dann für Sonntag ist, also sprich für morgen. Mal gucken. Da die erste Vorschau gibt, weil ich dann auch so weit bin, dass ich die ersten Tests machen kann. Also die ersten kompletten Ingame-Tests. Grob getestet wird ja sowieso immer alles vorher schon. Das wisst ihr ja. Ich werde keinen großen Mist einbauen, will vor allen Dingen auch weiterhin das Highlight einer fehlerfreien Karte liefern. Oder zumindest so gut wie fehlerfrei, ohne irgendwelche wilden Errors. Kann sein, ich glaube, eine Warning ist irgendwie drin. Ich weiß auch nicht genau. Das ist irgendwie ein Ballentrigger, der gelöscht wird am Anfang. Das macht aber nichts, das ist nicht so schlimm. Das hat keinen Einfluss auf die Performance. Und generell ist natürlich das Fabrikskript auch langsam hier, glaube ich, an seine Grenzen gekommen. Aber es wird natürlich noch ein bisschen mehr produziert werden. Und das liegt natürlich auch am Rechner selbst. Ne? Mein Rechner ist ja auch nicht mehr der neueste. Auch da werde ich wahrscheinlich bald mal anfangen zu sparen. Denn Ende des Jahres mit LS19, irgendwann kurz danach, wie auch immer, würde ich natürlich auch gerne gucken, dass ich mir nochmal einen neuen Rechner leisten kann. Mal schauen, ob es funktioniert. Ansonsten LS19 ohne Mods wird mit Sicherheit auch mit meinem aktuellen Rechner noch funktionieren. Aber das macht natürlich auch nur halb so viel Spaß und meistens nicht besonders lange. Denn ohne Mods ist ja immer ein bisschen low. Ja, also unser neu gekauftes Feld wird direkt gedüngt. Denn die Drescher stehen ja vorne eigentlich schon parat zum Übersetzen. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Derzeit werden wir weiter den
Stroh von dem Feld holen. Auch das hier ist ein schönes Feld, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Quadratisch praktisch gut. Hier vorne ist auch immer noch so ein Baustellenschild. Das ist eigentlich auch noch eine Fabrikation. Ich weiß auch schon, was da hinkommt, aber ich weiß noch nicht wann. Ich hatte ja gestern auch erzählt, dieses Thema Hotspots, was mich da in den letzten Tagen so aufgehalten hat. Ich habe da immer noch keine Lösung für und wird es tatsächlich jetzt erstmal ganz nach unten auf die Liste wieder schreiben. Ich da jetzt auch nicht genau weiß, wer hat solche Karten programmiert, in der solche Hotspots vorkommen. Wie kann ich die kontaktieren? Muss ich mich da wieder in irgendwelchen Foren anmelden, um mit denen Kontakt aufzunehmen? Das gleiche für diese Viable Map Objects. Natürlich nochmal vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich habe es eben auch gesehen, es gibt diese Karten, diesen Viable Map Object Skript. Aber auch da muss man sich erst reinfuchsen und müsste sowieso erstmal dann um Freigabe von dem Ursprungsmodder am besten bitten. Oder ja, ich glaube nämlich, das weiß ich nicht genau, das ist nicht so frei verfügbar, der Mod. Ansonsten heißt es sowieso, ne, es ist ja nicht nur Danke zu sagen, auch an euch allen Zuschauer, da sage ich sowieso ständig Danke. Es ist natürlich auch Danke für alle Skripter, die diese wahnsinnig krassen Skripte schreiben. Das ist nicht mein Thema, das ist nicht meine Baustelle. Da würde ich sagen, ohne sich da, ja, wie gesagt, groß mit beschäftigt zu haben, sich da reinzufuchsen, das ist schon wieder eine komplett andere Welt sozusagen. Die Formeln, aber ich meine, auch ich habe Programmiersprache gelernt damals in der Schule, aber es basierte noch auf Visual Basic und sonstiges, if, wenn und hier und da und das ist eher Excel gewesen, wenn, ne? Aber Else und keine Ahnung, gibt es auch. Gibt es auch überall, glaube ich, in allen möglichen Programmiersprachen. Aber die Zeit ist lange her und ich meine, ich verstehe so ein bisschen von dem Quellcode, aber das alles neu zu schreiben, selbst zu entwickeln, das ist schon auch ganz große Kunst. Ohne die, die solche Skripte schreiben, wäre natürlich auch die physische Marschmap nicht so umfangreich. Auch wenn ich im Zweifel nicht immer das irgendwo in den Credits nenne, bin natürlich nicht derjenige, der jetzt weiß ich nicht, alles in so nach dem Motto zusammenklaut und eine eigene Karte wieder neu veröffentlicht. Da gibt es andere, die pauschal einfach alles kopieren und dann daraus eine neue Karte machen. Haben wir ja selbst eben auch gesehen, ne? Viele Objekte hier aus meiner Karte, sei es die Kartoffelfabrik oder sonstige Produktionsstätten, Mehl und was weiß ich, Bäckerei, finden sich in anderen Karten wieder. Mal mit einer anderen Textur, mal 1:1. Ein Stück weit ist es natürlich auch immer dieses Respect your Modder. Ich meine, cool, trotzdem ist es ja alles hier kostenfrei, ne? Ist ja nicht so, dass man jetzt diese Karte, dass das jetzt Mods sind, die man nur gegen Geld kriegen kann. So wie ein DLC oder so, ein Download-Pack. Das kriegt man ja auch nur, wenn man Geld dafür bezahlt. Und dann ist es natürlich, wenn das dann weiter verbreitet wird, auch eine andere Nummer, als wenn man hier dieses freies Modding, theoretisch kann jeder natürlich von dem anderen was nehmen, bei sich einbauen oder es wieder neu veröffentlichen. Ganz fair ist das aber nicht unbedingt. Obwohl es natürlich allen zugute kommt. Gerade vor allem in der Masse an Spielern, die sich bestimmt nochmal freuen würden, wenn es da nochmal so das eine oder andere neue Highlight gibt. So, und ab jetzt können wir den Rest hier mit dem Standardhelfer machen. Der kann auch mal wieder ein bisschen was tun, der Standardhelfer. Okay, abfeuert lassen. Ja, den Hafer kriegen wir. Oh, die Beinpresse ist durch. Dann sollen wir die erstmal aufhalten, oder? Abfeuern lassen. Einstellen. So, warum sind die denn hängen geblieben, die beiden? Und vor allem, wo ist der andere abgeblieben? Der muss ja dann auf der anderen Ecke hängen oder was? Und den haben wir nicht angemacht, deswegen sammelt er nicht. Na toll, selbst schuld. Dann muss er dann irgendwie auf der anderen Ecke hängen geblieben sein, oder?
Das erste Mal, dass wir ein kleines Problem haben beim Strohsammeln. Haben wir es kurz vernachlässigt durch unser neues Gerstefeld und schon funktioniert das hier wieder nicht. Und hier ist der LKW auch nicht. Wo ist der denn wohl abgeblieben? Komplett verschwunden. Oder hat er sich jetzt überlegt, dass er einfach selber irgendwo die Ballen hinbringt? A la Cattle and Crops Helfer, die auf einmal irgendwo hinfahren, wo sie eigentlich gar nicht hin sollen. Oder nicht fahren. Aber das ist auch so ein Thema, ne? Cattle and Crops, dass sich da Leute teilweise, weiß ich nicht, für Kommentare geben wieder. Der Motto, nur Cattle and Crops ist das tolle Spiel, ist in dem aktuellen Status schon besser als Landwirtschaftssimulator. Leute, im Ernst, werdet ihr dafür bezahlt, dass ihr das erzählt? Oder seid ihr irgendwie mit den Programmierern in den Filmschichten liiert? Weil, man muss mal ganz klar sagen, Cattle and Crops hat einen guten Ansatz, aber kann LS noch nicht ansatzweise im Spieltiefe, Umfang und Modding und so weiter das Wasser reichen. Und die müssen sich mal ein bisschen reinhängen. Also da finde ich, ist dieses Verliebtheit in dieses Cattle and Crops echt überzogen. Ich sage, es ist gut in Ansätzen, aber weiter als das ist es auch noch nicht. Und ich werde es mit Sicherheit trotzdem auch noch weiterspielen. Ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, was ein Spiel. Nein, Landwirtschaftssimulator-Spiele generell machen mir Spaß, sieht man ja auch an dem Farmmanager. Auch da natürlich vielen, vielen Dank für schon mal den großen Zuspruch bei euch. Es war immer so ein bisschen wenig Kommentare, aber was soll man da vielleicht auch groß immer kommentieren? Aber auf jeden Fall merke ich schon, gucken ganz viele Leute auch mal rein beim Farmmanager. Auch hier sage ich natürlich gerne nochmal, wenn ihr da auch Bock habt, mich da auch zu unterstützen oder so, euch das Spiel vielleicht auch interessiert, einfach mal reinschalten und schauen, was ich da beim Farmmanager so treibe. Ist natürlich eher Clickmanagement, ist nicht so simulationslastig wie das hier. Ist dann eher das Manager-Game. Und auch da mache ich mit Sicherheit noch den einen oder anderen Fehler. Weil, aber ihr wisst, bei mir ist immer alles live und ich übe nicht ohne Kamera, in Anführungsstrichen, ohne die Aufzeichnung hier, sondern alles ist immer live. Und würde ich sagen, dann ist auch live, dass ich jetzt sage, das war's für die heutige Folge. Denn es gibt noch eine zweite Folge heute und die wird jetzt auch noch aufgenommen werden. Von daher danke ich euch fürs Zuschauen. Mit einem Like wisst ihr. Danke, danke. Und bis später. Und tschüss.